Jetzt montiere ich den Schneckenzaun. Der hat hier so eine scharfe Kante und angeblich können die Schnecken dann, wenn sie da so kopfüber hochkrabbeln, das mögen sie wohl nicht und dann kommen sie nicht so leicht rüber. Mal schauen, ob das klappt. Das sind so lange Blechteile, die eben entsprechend gefalzt sind. Und da gibt es noch solche Verbinder, die man dann macht, um anzustückeln. Und es gibt auch so Eckteile. Ich hatte das Ganze ja schon mal montiert. Ihr seht auch, das ist entsprechend verbogen. Wenn ich da öfters auch mit dem Rasenmäher dagegen bin, das muss ich wieder ein bisschen gerade biegen. Und jetzt zur Montage werde ich einfach so eine Holzlatte nehmen, damit es den Druck ein bisschen verteilt. Und dann kann man mit dem Gummihammer das so leicht reinhämmern. Ich habe ja diese Mauer außenrum gebaut inzwischen, einfach damit der Rasenmäher nicht mehr anstößt. Der stößt dann hier an die Mauer an und dann habe ich hier einfach nochmal einen Schutz, dass das Blech nicht so leicht verbogen wird. Jetzt hämmer ich das einfach ein Stück rein, sodass es hält. Und das mache ich jetzt ringsrum ums Gemüsebeet. Das sind also einige Meter. Das waren auf jeden Fall über 20, ich glaube 24 Meter. Hier seht ihr jetzt mal, da hatte ich keine Lust mehr und habe direkt mit dem Gummihammer drauf gehauen. Und dann gibt es natürlich gleich so eine Delle. Da verformt sich dann das Blech hier genauso. Das solltet ihr also nicht machen. Also wirklich immer Latte drauf. Und dann hämmern, dann verteilt sich einfach der Ringsrum Druck. den Schneckenzaun angebracht. Das seht ihr, waren doch einige Elemente, also es war jetzt relativ anstrengend, aber durch die Mauer ganz gut machbar. Damit es nur ein bisschen fester ist, mache ich von innen vielleicht an das Metall noch so kleine Holzpflöcke rein, aber es hält eigentlich schon relativ gut. Durch die Mauer kann ich dann mit dem Rasenmäher eben auch ganz ranfahren, ohne das Metall immer zu verbiegen und zu beschädigen. Und jetzt werde ich morgen die Gemüsepflänzchen einpflanzen und hoffe, dass ich dann etwas von den Schnecken verschont bleiben werde.